dass Leute damit ein Problem haben, einfach wie der Umgang damit ist, den Punkt verstehe ich komplett. War das vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren? Vor 3 Jahren. Ich fühle mich gerade wie als ich 7 war oder so, und meine Mama mir Tattoos gemacht hat. Und dabei habe ich mir auch eine Folge angehört und es ist wirklich spannend. Also ich kann euch den Podcast empfehlen. Welche Art ihr mehr feiert, ich kann euch das mal zeigen und ihr könnt es auch gerne hier in die Kommentare schreiben. Wow! Sobald es auf Deutsch ist. Ja, ich weiß. Ich habe mir das auch gerade gedacht. Nein. Aber man verliert es doch nicht einfach so. Guck mal, wie fest das ist. Hä, aber ist es abgefahren? Da müssen wir mal die Polizei rufen. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Montag und meine Haare sehen ja gerade wirklich crazy aus. Ich habe diese Overnight Curls wieder gemacht und die sind sehr curly. Ich hatte bis eben einen Call, habe mich fertig gemacht, habe mich umgezogen. Es ist so schönes Wetter. Ich gehe jetzt mit Celina in die Stadt und werde ein bisschen Content shooten, Kaffee trinken, whatever, das Wetter genießen. Und wir können einfach im T-Shirt sein. Sie hat mir eben schon gesagt, weil sie ist auf dem Weg hierhin, dass es voll warm ist und man nicht mal eine Jacke braucht. Und ich liebe es. Lowkey überfordert mit meinen Haaren, weil es ist halt schon sehr lockig. Aber egal. Ich werde jetzt rausgehen. Celina ist gleich da und dann gehen wir in die Stadt. Und ich freue mich, Leute. Ich bin richtig gut gelaunt wegen diesem Wetter. Und ich hoffe, das bleibt die Woche über. Also ich habe noch gar nicht den Wetterbericht geguckt. Ich muss jetzt eigentlich auch noch meine Spülmaschine ausräumen. Aber das mache ich nachher, weil ich muss jetzt runter. Hey! Hey! Oh, perfekt. Sleep will have the world, but she's still. Hä, ist das irgendwie verschmiert? Ey, das ist das beste Carpool ever. Huhu. Ich habe so Lust auf einen Cinnamon Roll und auf Stadtsalat. Ich habe so lange keinen Stadtsalat. Laura war da heute mit Where to Go. Baby, cool. Hallo, habe ich alles? Handy? Ja. Boah, meine Füße schwitzen. Boah! Ey, die ist so schön. That's my dream car. Auch in weiß. Ich glaube echt, wie gut passt es zu mir. Ich finde den weiß so geil. Der würde dir stehen. Irgendwann, Leute. Irgendwann. Digga, warum hast du da kein Kennzeichen? Nein! What? Nein! Oder was passiert? Nein! 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 Hä, hinten schon? Hä? Ja, oder ist warum denn nur hinten? Ey, warum nur vorne hinten? Ist es dran? Habe ich jetzt ehrlich mein Kennzeichen verloren? Aber man verliert es doch nicht einfach so. Guck mal, wie fest das ist. What the fuck? Hä? Ey, what the fuck? Hast du ein Parkticket, weil da liegt unten eins? Ey, ich raste gleich auf, Lina. Mir wird es doch erst noch. Hast du Parkticket? Ja. Hä? Hä, aber ist es abgefahren? Da müssen wir mal die Polizei rufen? Das ist doch verboten. Ich rufe jetzt meinen Papa an. Ey, was ist das denn? Ich weiß nicht, ob das abgemacht wurde. Warum ist denn das rot? Ist das heiß? Ey, nee, Mann, für was denn das? Also hast, denkst du, du hast es verloren? Ja. Oder hast du in deiner Tiefgarage Kameras? Nee. Ey, was soll das denn jetzt? Hä? Ey, look. Welcome to my life. Hey, aber das check ich jetzt ernst nicht. Ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber wer soll denn das in der Tiefgarage klauen, ernst? Nein, ich glaube auch nicht, dass es jemand... Mein Auto stand auch sonst nirgends, nur bei meinen Eltern ja. Und am Kino. Da nee, als ob da jemand am Kino was klaut. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie ich es gesehen habe. Stimmt, du hast ja, als du eingestiegen bist? Nee, weil wir sind ja beide eingestiegen. Hä, hey, aber du hast... Nein, ich hätte es ja, gar nicht sehen können, weil ich steige... Weil dein Auto steht vorne. Ja. Das ist so nervig. Hä, wie komisch. Hä? Meine Haare sehen aus, als wäre ich einfach nur lockiger. Toller Start in die Woche. Hast du gedrückt? Nein. Ich muss jetzt meinen Papa anrufen. Ich will den Spiegel haben. Oh. Immer OOTD. Ja, einfach mein Reißverschluss ist ge... Ja, oh mein Gott. Was soll ich die mit Erdbeeren nehmen? Leute, wir sind an der Opie Dopie und wir haben gerade die Cinnamon Rolls gesnackt. Ich sage ehrlich, heute haben sie zu wünschen übrig gelassen, ne? Celina. Nala chillt. Fußcontent von Celina. Lecker.
lecker. Ey, das fühlt sich gerade an wie einer von den ersten Vlogs. Weißt du noch? Stadtsalat. Ja, gegessen. Ja. Oh mein Gott, als wir da vorne saßen. Wir saßen da. War das vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren? Vor 21 Jahren. Das ist crazy. Leute, einmal normale. Dann haben wir. Ich wollte meiner Mama auch eine mitbringen, deswegen habe ich die mal probiert. Die ist richtig lecker. Die ist mit Raspberry. Ja, Mann, die ist lecker. Dabei Toast mit Erdbeermarmelade. Himbeermarmelade. Ja, ein bisschen, ja. Woher weißt du das? Welche mal gegessen haben. Darfst du die essen? Ja, die darf ich essen. Okay. Und dann haben wir Salted Caramel und Karottenkuchen. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Aber das ist wirklich lecker. Der mit Karottenkuchen, der ist nicht so lecker, weil das ist so trocken. Die habe ich eigentlich auch meiner Mama geholt, weil die liebt Karottenkuchen, aber das wird ihr eh nicht schmecken. Ich kenne meine Mutter mag auch Karottenkuchen. Warum mögen alle Mütter Karottenkuchen? Ich liebe Karottenkuchen auch. Deine Mama hat einen gemacht, der war echt lecker. Ja, das Dackel. Ich muss es sagen, oh, wie süß ist der? Der ist so lang. Ja, so ein möchte ich. Aber ein braun. Boah, ja, zu dir passt eigentlich auch so einer mit so längeren Haaren. Nala hat keine Lust mehr. Nala kann nicht mehr. Meine Güte. Und wir sind gerade on our way. Seht ihr, was da ist? Könnt ihr es sehen? Komm, der Leckerli! Geprankt. Ja. Ach, Leute. Hast du dein Kennzeichen erzählt? Ey Leute, nachher Storytime. Mein Kennzeichen wurde einfach schon gefunden. Oh, guck mal, ich will hier auch picknicken. Oh, guck mal, wie süß. Die Familie. Ey, das ist wirklich voll süß. So Leute, es ist der nächste Tag. Und ich habe heute nicht nur ein Bad Hair Day, ich habe heute auch ein Bad Nail Day. Ich war nämlich im Nagelstudio und ich sag euch ehrlich, ich bin gar nicht zufrieden. Also, ich liebe es bei ihr und sie macht meine Nägel auch immer wirklich schön. Aber die finde ich so hässlich. Vielleicht ist auch die Farbe, vielleicht muss ich einmal fake tan. Aber manche Formen von manchen Nägeln sind wirklich nicht so schön. Auf jeden Fall bin ich wieder zu Hause, habe mir was zu essen gemacht. Und nachher kommt Hanna zu mir. Wir werden uns nämlich zusammen Tattoos machen. Das werdet ihr sehen. Das ist eine Kooperation mit einer richtig coolen Brand. Und ich wollte das mal ausprobieren und ich habe Hanna auch ein paar Sachen dazu bestellt. Wir haben uns so kleine Tattoos ausgesucht. Und ich finde, es ist sehr, sehr cool, um vorher so zu checken, falls man sich mal irgendwann ein Tattoo stechen will, ob man das überhaupt an der Stelle mag oder ob man allgemein jemand ist, dem Tattoos an sich selbst gefallen. Ich habe eigentlich nicht vor, mir ein Tattoo stechen zu lassen, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ich das mal ausprobieren kann und es realistisch aussieht, ohne mich dafür unter die Nadel zu legen und dass es für immer bleibt, habe ich mir gedacht, das nehme ich mit und Hanna hat sich auch ein paar Motive ausgesucht und das werden wir nachher zusammen machen und bei mir chillen und vielleicht auch noch was essen, aber ich sage euch, ich habe gar nicht so Hunger, weil ich habe eben groß gegessen. Und ich wollte euch noch ein kleines Storytime geben, falls, habe ich das gestern schon erzählt mit meinem Kennzeichen? Also ich weiß nicht, das alles, ob ich das alles mit reinschneide und was Selina aufgenommen hat, aber wir sind ja im Parkhaus angekommen. Und Selina hat dann gesehen, dass mein Kennzeichen vorne fehlt. Und ich war erstmal schockiert, weil mir damals vor 2 Jahren oder 3 Jahren wurde mir in meinem alten Wohnort mein Kennzeichen geklaut. Und auch meine Antenne. Und die hatten da auch anscheinend eine andere Sache mit meinem Auto gemacht. Aber darauf will ich nicht näher drauf eingehen, weil ich habe das Gefühl, das waren Leute, die mich kannten und die, keine Ahnung, einfach mich ärgern wollten. Und das hat mich damals auch richtig genervt und meine Eltern auch. Und dann musste ich ein neues Kennzeichen beantragen und diese Hackmacks an der Zulassungsstelle und dann auch unnötige Kosten und alles drum und dran. Ich dachte mir gestern so, oh bitte nicht. Und dann habe ich halt direkt meinen Papa angerufen. Der ist nicht drangegangen. Dann habe ich meine Mama erreicht und die war so, ja, fahr jetzt direkt zur Zulassungsstelle, wie Mütter halt sind, ich sage euch ehrlich. Und ich hatte keine Lust. Ich hatte keine Lust, direkt zur Zulassungsstelle zu fahren. Ich dachte mir so, oh Mann, ich mache das morgen, also heute. Und genau als wir aufgelegt haben, meine Mama und ich, hat mein Papa mich zurückgerufen. Und ich so, Papa, ich war so voll, dieses Papa, mein Kennzeichen ist weg. Und er so, bei uns stehen gerade 2 Polizeibeamte zu Hause. Und ich habe halt weitergesprochen und er so, und die haben ein Kennzeichen gefunden. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Ich habe mich so gefreut, weil ich wusste, er ist meins, weil das Auto bei uns, also auf meinen Papa zugeschrieben. Und auf die Adresse bei meinen Eltern. Und deswegen sind die da hingefahren und es wurde gefunden. Und ich war die ganze Zeit so, wo habe ich das verloren? Dann haben die mir die Stelle gesagt. Und es ist halt in der Nähe von meinen Eltern. Dann habe ich so überlegt, dass ich da letztens mit Tamino, als ich nach Hause gefahren habe, bin ich da lang gefahren, weil der wohnt da auch in der Nähe. Und Hanna war sogar noch vor uns, da waren wir zusammen im MTZ. Und dann hat es nämlich auf der Autobahn, gab es irgendwie so ein Knallen. Und wir dachten schon so, was ist gerade passiert? Und dann habe ich nach hinten geguckt und ich habe nichts gesehen. Und auf der Autobahn wäre das Kennzeichen wahrscheinlich aber nicht aufgetaucht. Vielleicht wäre es am Rand geflogen irgendwann oder jemand, also da steigt ja keiner auf der Autobahn aus, um das irgendwie einzusammeln. Und anscheinend, wir können es uns nur so erklären, dass irgendwas auf der Autobahn gegen mein Kennzeichen geflogen ist, was das Ganze so
zum Wackeln gebracht hat und halt die Stabilität rausgenommen hat. Und dann sind wir ein bisschen weitergefahren und da war auch so ein Feldweg. Und da gab es dann nochmal so einen Knall und wir haben wieder gedacht, was ist mit meinem Auto los? Wir hatten auch low-key Angst, wir waren so, ich dachte mir, hä? Und dann haben wir wieder nach hinten geguckt und ich habe wieder nichts gesehen. Und dann dachte ich so, ja, keine Ahnung, vielleicht ein Stein, aber es ist ja nicht irgendwie offensichtlich, was passiert. Und ich habe nicht gemerkt seitdem, dass ich ohne Kennzeichen fahre. Und es war gestern 4 Tage schon her. Also seit letzter Woche fahre ich schon ohne vorderes Kennzeichen rum, aber ich merke es nicht, weil ich immer vorwärts einparke und dann das halt nicht sehe. Und dann habe ich es gestern Tamino erzählt, also aha, daher kamen die Schläge also. Und ich war so, ja. Und anscheinend hat es irgendjemand netterweise aufgehoben und dann an so einen Pfosten gelehnt. Und ich weiß nicht, ob die Polizei das eingesammelt hat oder ob es zur Polizei gebracht wurde. Aber ich finde es sehr korrekt, weil es mir jetzt wirklich diesen Aufwand erspart hat, da zur Zulassungsstelle zu gehen. Mein Kennzeichen halt, das ist auch kaputt. Hannah bringt mir einen neuen mit. Ich weiß gar nicht, ob die es jetzt vergessen hat mitzunehmen, aber die hat einen. Bei Hannah und Autos sind so. Und jetzt hat sich das Ganze geklärt. Und deswegen hatte ich dann gestern wieder gute Laune, weil ich dachte mir so, oh. So viel dazu, Leute. Kleines Storytime. Ich habe heute auch einen maximalen Bad Hair Day. Also ich weiß nicht, was es ist, aber meine Haare fetten nach einer Stunde gefühlt schon, wenn ich aus der Dusche komme. Und ich habe übrigens einen neuen Podcast. Und zwar Weird Crimes. Das habe ich von einem Nagelstudio angehört, eine Folge. Und ich bin jetzt voll drin. Und jetzt höre ich gerade die Folge Der Todeskampf im Cockpit von Weird Crimes. Und davor habe ich diese Amazonas, ich weiß nicht, wie die Folge heißt, aber wo so Typen im Amazonas ums Überleben gekämpft haben. Das ist so crazy, es wurde auch verfilmt. Also hört da mal rein, weil wer True Crime Podcasts mag. Und ich habe gesehen, unterm letzten Get Ready With Us mit Hannah haben Leute geschrieben, dass sie das auch hören. Hört den Mädels zu, weil die sind auch voll sympathisch. Wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin? Ich bin jetzt bei Hannah. Ich habe mir erstmal Chips geschnabbelt. Was ist denn da passiert? Okay. Achso, sie hat es überall gegessen. Auf jeden Fall, ich kann euch die Chips empfehlen. Habe ich bei Hannah gefunden. Und die schmecken sehr, sehr gut. Jetzt sehe ich auch mal, wie meine Haare von hinten aussehen. Und ich muss ja sagen, der Dutt sieht gar nicht mal so schlecht aus. Zumindest sieht es gerade von hier so aus. Nali ist hier, Pumi ist hier. Und Hannah macht sich gerade was zu essen und schaut irgendwas dabei. Und ich schaue gerade TikTok. Und dann gehen wir auch nochmal mit den Hundis spazieren. Und ansonsten chillen wir nur. Das mit den Tattoos machen wir heute doch noch nicht. Aber ich werde die trotzdem noch ausprobieren. Und euch auf jeden Fall mitnehmen. Was hat denn Hannah da gekocht? Wraps. Wie immer. Ja, das sind doch... Nein, Wraps. Ja, aber warte mal, das sind Tacos. Nein. Ja, aber so werden doch auch Tacos gemacht. Ja, aber das ist ja eigentlich umgeklappt. Ich klappe die nur um, damit es sich raushält. Und weil ich die sehr knusprig mag. Aber eigentlich sind es keine Tacos, weil Tacos sind aus Maismehl. Und das sind ja diese Hardshell-Dinger. Das sind wirklich Tortillas. Und sobald es diese Form hat, denke ich an Tacos. Ich habe den Namen nicht gefunden. Aber Wraps, hier seht ihr, Leute. Ey, wirklich, Hannah besteht eigentlich aus Wraps. Das ist crazy. Also ich war heute bei, eine Obsession damit. Ich war heute beim Rewe und dann habe ich mir selbst Wraps gekauft, aber mal nicht Weizen, sondern Roggen. Mhm. Und ich habe direkt an dich gedacht. Ich sehe Wraps und ich denke direkt an dich, egal wo. Das ist crazy. Ich habe Lust auf True Crime. Ja, ich auch. Ja? Ja. Hast du was, was wir gucken können? Dieses Dexter, was da unten steht, das soll... Aber es ist so eine Doku-mäßig und das ist von 2013 und das finde ich nicht so cool. Nicht gut. Maulwurf. Das habe ich auch angefangen. Boah, diese deutschen Das ist so schlecht. Crime Scene Berlin. Parasite. Das ist gar nicht so lange her. 2012 schockiert eine Reihe von grausamen Morden die Berliner Partyszene. Mörder blieb unbekannt, das einzelne Opfer Berlin. Ist es. Ah, nee, ich denke da gerade an. Kennst du dieses goldene Handschuh? Goldene Handschuh, kennst du das? Was ist das? Auch irgendwas in Berlin, meine ich. So ein Typ der Frauen. Ja, keine Ahnung. Was ist dieses Parasite? Oder das ist ein Film, ne? Oh, das ist ja... Nee. Das ist ja wohl gar nichts True Crime. Hinfressende Parasiten. Das ist genau meins. Sobald es auf Deutsch ist... Ja, ich weiß. Ich habe mir das auch gerade gedacht. Das ist für mich so... Das ist irgendwie... Also es sieht schon gut gemacht aus, aber irgendwie Ami-Sachen sind es. Also stolze Sachen, da kannst du mich jagen. Aber willst du noch in diesen Film von Chantal Märchenland? Mhm. Ich gehe mit dir nochmal rein. Wir fanden ihn zwar alle nicht gut am Anfang, aber jetzt so im Nachhinein, Selina war auch so, ey, der war gar nicht so, der ist halt lustig. Ist halt so wirklich schlecht, der Film, aber deswegen ist er cool. Vielleicht wäre es wirklich so genau mein Humor. Ja. Na, nett. Da waren noch Kinder drin
Obwohl da auch mit Blut kam und auch so mit die Bilderbuch von mir ist crazy. Ja, das ist das, was ich dir erzählt habe mit dieser... Mit der Frau, das, mit dem Mann. Wer das Video von uns geguckt hat, das war die, der Film, den ich meinte. Leute, das hat Hannah im Get Ready With Us gemeint. Auf dem Bild und ich habe echt noch gar nicht weit geguckt, tatsächlich. Du kannst auch weiter gucken. Sicher? Ja, mach ruhig, nicht schlimm. Ich weiß ja bis jetzt, was passiert ist. Ja, genau, also das wer weiß ich auch noch nicht. Morgen, Leute, beziehungsweise es ist jetzt schon Mittag und ich bin jetzt dabei, mich fertig zu machen. Wir haben jetzt 1:15 und ich höre gerade diesen Podcast von Weird Crimes. Leute, ich kann euch das nur empfehlen. Ich bin gerade durch Hannah wieder voll in dieser True Crime Era von mir. Ich höre richtig oft, also ich habe in, keine Ahnung, die letzten Jahre über habe ich schon öfter True Crime gehört, aber jetzt habe ich mit diesem Weird Crimes Podcast angefangen und den haben wir damals im Urlaub, hat sie mir eine Folge davon gezeigt, aber da haben wir irgendwie nicht so, das war so, wir wollten lieber Musik hören, meine ich. Und jetzt bin ich voll drin, ich habe das gestern Abend noch gehört und ich habe heute Morgen mein Ankleidezimmer aufgeräumt und Wäsche gemacht und dabei habe ich mir auch eine Folge angehört und es ist wirklich spannend. Also ich kann euch den Podcast empfehlen, also falls ihr nach guten True Crime Podcasts sucht. Übrigens sind das meine Nails und ich muss sagen, mit Fake Tan gefallen die mir auf jeden Fall besser, aber so, die sehen wirklich ein bisschen aus wie so Putterfix-Nägel. Ich habe mir die Farbe ausgesucht, dafür kann meine Nagelfrau nichts, aber irgendwie hätte ich einfach bei Natur bleiben sollen. Und manche Formen davon sind halt wirklich nicht so gut geworden, sehen halt wirklich aus wie selbst gemacht. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich heute vor, Content hier zu Hause zu shooten. Ich habe nämlich bei dem letzten Reel, nicht bei dem letzten, aber eins der letzten Reels gelesen, dass ihr öfter solche Outfit-Videos sehen wollt. Und deswegen habe ich heute Morgen auch mal meinen Kleiderschrank so ein bisschen durchgestöbert und geguckt, was ich für Outfits abdrehen kann. Und ich habe heute nicht so Lust, in die Stadt zu gehen, weil es ist bewölkt und es sieht aus, als wäre es super warm, aber es ist nicht super warm. Gestern war es auch wieder kühler als die Tage davor. Aber wir werden sehen, was es wird. Und ich wollte euch mal ein bisschen dabei mitnehmen, dann seht ihr mal so ein bisschen behind the scenes und ich werde gleich erstmal mein Bett frisch beziehen, weil das ist voller Fake Tan. Und ich muss zur Post, da liegt ein Paket, ich muss auch noch, ich bringe meine Adidas Campus doch zurück, weil ich weiß, dass ich sie nicht anziehen werde. Ich habe sie jetzt kein einziges Mal angezogen, weil sie mir wirklich nicht so gut passen. Und ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Voll viele meinten, behalte die in der Größe, voll viele meinten, nimm eine Größe größer. Ich habe bei Selina 40 anprobiert und die sind mir einfach zu groß. Und trotzdem vorne zu eng. Und das, also diese Schuhe sind so komisch geschnitten. Das tut mir wirklich leid, aber das passt mir einfach nicht. Also irgendwie passt mir der gesamte Schuh nicht. Und ich habe die jetzt schon eingepackt. Aber bei mir ist halt kein UPS in der Nähe. Deswegen ist es voll der Aufwand, die zurückzubringen. Deswegen habe ich mich davon gedrückt. Aber ich kann die halt auch nicht bis zum Jahresende zurückbringen. Deswegen mache ich das heute und ich muss eh zur Post. Und ansonsten werde ich heute gar nichts machen. Weder irgendjemand meiner Freunde hat heute Zeit, noch meine Eltern. Weil ich dachte mir, heute Abend kann ich ja irgendwie mal zu irgendjemandem fahren oder irgendjemand kommt hin. But I'm going to be alone the whole day. Warum dreht mein Auge jetzt schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist der Plan für heute. Und ich habe heute auch noch nichts gegessen. Ich habe nur Kaffee getrunken, weil ich so in meinem Aufräumen-Wahn war. Ich habe richtig Lust auf Wraps. Ich habe mir nämlich gestern noch, bevor ich zu Hannah bin, selbst Sachen für Wraps geholt, weil ich esse die immer gleich. Ich habe euch das auch schon voll oft gezeigt. Aber dann hat Hannah auch noch Wraps gegessen. Und jetzt habe ich da noch mehr Lust drauf. Aber ich muss auch noch Pappe wegbringen. Ich hasse Müll wegbringen. Vor allem Pappe. Aber you gotta do what you gotta do, ne? Ich höre jetzt mal meinen Podcast weiter und dabei machen wir uns mal hier ganz schnell ready. So. Ich habe jetzt mal meine Haare aufgemacht und ich werde die jetzt noch nicht komplett auskämmen, damit die Locken auch nachher, wenn ich filme, ausgepufft sind. Weil ich lasse die jetzt auch so ein bisschen von alleine aushängen und dann kämme ich drüber und dann sollten die sitzen. Aber so sieht es jetzt aus und Leute, wie gesagt, ich empfehle es noch ein 80. Mal. Holt euch so ein Teil. Die gibt es auf so vielen Webseiten für 2 Euro gefühlt und es lohnt sich. Und ich muss heute übrigens meine Ohrringe rausmachen, weil die einfach, also ich liebe diese Ohrringe, die haben mir einfach mein Ohrloch irgendwie ein bisschen runtergerissen. Und ich werde das jetzt mal kurz für eine Stunde oder so heilen lassen, auch wenn eine Stunde echt kurz ist, aber ich will nachher Ohrringe reinmachen, aber vielleicht mache ich dann mal nicht die rein.
Ah, Leute, ey, warum kommt man eigentlich immer so ein Schwitzen, wenn man sein Bett bezieht? Bevor ich jetzt mir was zu essen mache und ein Outfit raussuche, machen wir das jetzt mal mit den Tattoos. Ich habe bei Inksta solche Tattoos bestellt. Ich werde euch gleich mal die ganzen Motive zeigen. Und zwar kann man bei Inksta Tattoos bestellen, die bis zu 2 Wochen halten. Und ich habe mir da ein paar Motive ausgesucht. Ich habe auch einen Code, damit spart ihr 15% on top, auch auf bereits reduzierte Tattoos. Der lautet übrigens Anso. Und ich werde euch das nochmal hinschreiben, alles in der Infobox verlinken. Und ich zeige euch jetzt mal die Motive, die ich mir rausgesucht habe, weil das sind wirklich cute. Und ich weiß auch gerade gar nicht, welche zu Hannah gehören. Also das hier ist zum Beispiel Hannas, weil das ist das Sternzeichen Löwe, meine ich. Also sie ist Löwe, deswegen denke ich mal, dass es Löwe ist. Dann haben wir zum Beispiel so eine Flamme, finde ich ganz süß. So ein Schmetterling. Dann haben wir eine Welle. Die haben super, super viele Motive. Wir haben noch einen Schmetterling, weil Hannah hat sich noch einen ausgesucht. Und solche Sterne finde ich auch richtig süß. Kann ich mir richtig gut so am Hinterarm vorstellen oder auch auf dem Rücken. Deswegen wollte ich es auch eigentlich mit Hannah machen, damit sie mir was an den Rücken bappen kann. Dann haben wir hier einen Mond. Dann haben wir eine Sonne. Finde ich richtig süß. Und meine Favorites sind diese 2 Herzen. 1 für Hannah, 1 für mich. Und mein Sternzeichen Wassermann. Das hat Tamino übrigens als echtes Tattoo. Deswegen dachte ich mir, ich probiere das jetzt mal aus. Ich blende euch ein paar der Benefits von Inksta ein. Und ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Die haben über 1000 Designs. Und da haben auch Künstler mit dran gearbeitet, was ich richtig cool finde. Und ich meine, ich mache mir jetzt mal das Wassermann-Zeichen auf mein Handgelenk. Weil da hat Tamino sein Tattoo auch. Und ich finde, das sieht richtig süß aus. Und das Ding bei denen ist, dass die um die 36 Stunden brauchen, bis sie sich entwickeln. Also ich werde euch morgen nochmal ein Update geben, wie das aussieht, weil die am Anfang kaum bis gar nicht sichtbar sind. Und das machen wir jetzt mal auf mein Handgelenk. Ihr habt natürlich hier eine Anleitung mit drin, wie das Ganze funktioniert. Wir brauchen eine unbehaarte Stelle. Wir müssen die reinigen und trocknen. Am besten vorm Schlafengehen auftragen, aber ich werde das jetzt schon machen, damit ihr es morgen noch seht, bevor der Vlog online geht. Ich habe es jetzt ausgepackt, jetzt muss ich die Schutzfolie entfernen. Platziere dein Tattoo mit dem Muster nach oben. Durchfeuchte das Tattoo mit einem feuchten Tuch. Das erinnert mich so an meine Kindheit. Ziehe das durchnässte Papier vorsichtig ab. Dein Tattoo wird sich in den nächsten 36 Stunden entwickeln. Vermeide Reibung sowie den Kontakt zu Wasser für die nächsten 8 Stunden. Trage lockere Kleidung, um das Abfärben auf andere Hautstellen zu verhindern. Schwitzen, Sauna und eine warme Dusche nach 8 Stunden führen zu einem dunkleren Ergebnis. Reibung, Chlor und Salzwasser lassen ein Tattoo früher verblassen. Hier steht auch so eine Haltedauer drauf von verschiedenen Körperstellen. Finde ich richtig cool. Und jetzt machen wir das mal. Aber vielleicht mache ich mir das dann woanders hin. Wobei, wenn ich es mir hierhin mache, da kommt ja kein Wasser mehr dran. Ich wollte schon duschen und Hände waschen tue ich jetzt nicht mit meinem Unterarm. Ich fühle mich gerade wie als ich 7 war oder so und meine Mama mir Tattoos gemacht hat. Ja, so finde ich süß. So, wende leichten Druck an. Okay, ich soll jetzt einfach nur durchfeuchten. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich nochmal mit 23 mir so ein Tattoo mache, aber ich finde es voll cool. Das erinnert mich so an früher, wow. Ich mache mir heute Abend noch dieses Herz auf meinen Finger, weil da wollte ich so das Herz haben. Hä? Ich sehe es. Okay, Leute, ich bin mir gerade voll unsicher gewesen, ob ich es wirklich drauf habe. Aber ich sehe gegen das Licht, dass da ein Tattoo ist. Hä, wie cool. Okay, man sieht es wirklich gar nicht. Aber man sieht es, wenn man es so gegen das Licht... Ey, wie krass. Ey, ich bin richtig gespannt, wie das aussieht. Okay, mache ich mir jetzt noch eins. Aber ich muss ja Hände waschen. Ich mache das mit dem Herz heute Abend. Aber vielleicht... Wow, oder so hinter das Ohr das Herz. Okay, wir lassen das Wassermann-Ding jetzt mal. Ey, wie krass. Wir gucken mal morgen, wie das aussieht. Ich werde jetzt mal diesen nassen Ärmel hier wegklemmen und werde das jetzt hier einfach mal so lassen und dann auch kein Wasser dran lassen. Und ich bin richtig gespannt, wie das morgen aussieht. Also ich werde euch mal alles, wie gesagt, unten in der Infobox verlinken. Mein Code schreibe ich euch auch nochmal hin. Anso, damit bekommt ihr 15% on top und auch auf die reduzierten Tattoos, falls euch davon eins gefällt. Und ich werde euch auf jeden Fall, wenn wir das bei Hannah machen, auch nochmal zeigen, wie das bei Hannah aussieht. Das kommt dann wahrscheinlich im nächsten Vlog oder so. Und jetzt habe ich Hunger und werde mir jetzt erstmal was zu Food machen. Ich habe mir gestern Tortilla-Dinger geholt. Und auf meinen Wrap kommt natürlich drauf einmal Käse. Sehr, sehr wichtig. Dann noch ein paar Tomatoes. Dann noch ein bisschen Salat. Und ich habe mir auch extra eine Avocado geholt. Und of course meine Röstzwiebeln. Es hat mich natürlich komplett dazu. Der Rapper sagt, sei guter, was auch das, was da in der. Auf beiden Seiten werden beide Band Menschen verletzt oder so mit einem Kopf. Hat die Chicagoer Polizei sie. Ich habe mir jetzt 2 Wrap-Taschen gemacht. Wir haben einmal mit Avocado, Salat, Tomate, Mayo und Röstzwiebeln und Käse. Und das werde ich jetzt fooden. Ich bin gerade dabei, den Content zu shooten und ich habe jetzt schon ein Reel fertig. Ich bin gerade so ein bisschen am Ausprobieren. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben,
welche Art ihr mehr feiert. Ich kann euch das mal zeigen und ihr könnt es auch gerne hier in die Kommentare schreiben. Ich werde zwar gespannt sein auf das Insta-Feedback, aber ich habe jetzt so zwei verschiedene Reels gedreht. Ich habe einmal meine Blazer abgefilmt, also drei Stück mit diesem Outfit. Übrigens, das Oberteil ist von Zara, das gibt es gerade, das ist so süß. Habe diesen Blazer jetzt drüber gezogen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht so der Ledermensch und auch nicht so der krasse Fan davon an mir selbst, aber ich finde das irgendwie ganz cute. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ist halt jetzt alles sehr locker. Gerade selbst das Stativ gebraucht, deswegen habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Und ich dachte auch, ich hätte meine Kamera geladen, aber ich habe die gar nicht in die Steckdose gesteckt. Also entweder gibt es die Perspektive im Spiegel als Reel oder, was ich auch feiere, aber wo ich immer ein bisschen unsicher bin, sind solche Reels. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr am besten findet. Ich finde beides cute. Ich werde jetzt noch ein Reel filmen, da muss ich was zur Freigabe schicken. Und dann gehe ich auch mal zur Post, weil das schiebe ich auch die ganze Zeit vor mir her. Ich hasse es, wirklich zur Post zu gehen, ist mein Endlevel. Hallo. Oh, Leute, ich liege hier und ich filme gerade auch mit meinem Handy, wie man sehen kann. Ich sag euch ehrlich, ich habe vorhin, ich wollte weiter vloggen und dann war ich irgendwie so vertieft in meinen Krams. Ich war bei der Post, ich habe mir nochmal was zu essen gemacht, habe richtig gekocht und habe dann eine neue Serie angefangen. Die heißt Death and Other Details. Die kann ich euch übrigens sehr empfehlen, die habe ich von Hannah empfohlen bekommen. Die läuft auf Disney Plus und ich schaue die auch gerade, wie ihr sehen könnt. Und ich habe absolut vergessen, einfach zu vloggen. Und dann, als es mir eingefallen ist, habe ich ja gerade die Serie geguckt. Und dann war ich auch so, keine Ahnung, was ich jetzt filmen soll. Deswegen, ich habe mich abgeschminkt, habe meine Skincare gemacht. Und jetzt liege ich im Bett und habe noch ein paar Reels geplant, weil ich jetzt, wie man ja auch schon gemerkt hat, ein bisschen so meinen Reel-Content, Insta-Content umstellen möchte. Und habe mit Tamino telefoniert. Wir telefonieren wahrscheinlich, wenn er gegessen hat, weiter. Weil der hat sich gerade Pizza und Dürüm beim Türken geholt, deswegen so viel dazu. Mehr passiert hier gerade auch nicht. Also das ist heute wirklich ein Stay-at-Home-Day und es ist echt nicht so spannend. Aber ich wollte euch auch diese Tage mitnehmen, weil ich weiß auch noch von früher, dass viel mehr Leute es auch interessiert hat, was ich so daily mache. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn nichts Spannendes passiert. Deswegen, that's how it is. Und weil ich es gerade gesehen habe, ich will jetzt noch mal kurz was zu dem Lippenthema sagen, weil ich mir abends in meinem Bett, meine YouTube-Kommentare durchlese und ich sehe es gerade nicht so gut, weil der Blitz an ist, aber das sind jetzt meine natürlichen Lippen und ich finde, dass meine Oberlippe, es ist immer eine subjektive Meinung, aber ich finde, jetzt ist meine Oberlippe erst eine richtige Oberlippe für mein Gesicht. Also ich sage nicht, dass dünne Lippen nicht schön sind, weil ich finde, ich habe trotzdem noch keine wirklich dicken oder voluminösen Lippen. Aber ich finde jetzt gerade, so wie meine Lippe ist, ist sie einfach für mein Gesicht ein bisschen passender. Und deswegen bin ich richtig happy, das gemacht zu haben. Und ich weiß, dass es viele gestört hat, was ich, to be honest, aber auch nicht ganz so. Also ich verstehe den Punkt von, das im Internet zu zeigen und auch irgendwie andere Werte vielleicht vermittelt zu haben. Dass Leute damit ein Problem haben, einfach wie der Umgang damit ist, den Punkt verstehe ich komplett. Aber manche Leute haben auch gesagt, dass es nicht schön aussieht und nicht natürlich aussieht. Aber ich finde, man sieht nicht, dass ich da was gemacht habe, to be honest. Also ich finde es nicht und so wollte ich es auch haben. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und ich will damit auch nur zeigen, dass ich mir die Kommentare auch durchlese, auch wenn ich nicht auf alle antworte. Und auch wenn ein paar fiese dabei waren, aber das ist normal. Und ich will ja auch nicht anderen Leuten gefallen. Ich will mir gefallen und das tut mir gefallen. Das war gar kein Deutsch. Ich bin auch ein bisschen müde. Aber damit ihr Bescheid wisst und dass ihr mal so ein kleines Update dazu bekommt, weil ja doch viele Leute darunter kommentiert haben. Und ja, ich gucke jetzt meine Serie weiter. Guten Morgen, Leute. Wir ignorieren meine Creme im Gesicht. Das ist Creme für meine Pimpels. Auf jeden Fall ist heute der nächste Tag und ich werde mich nachher mit Hannah treffen und werde ein bisschen was für High-In machen. Und vorher mache ich jetzt ein bisschen was für Steuern. Deswegen, ich wollte mich eigentlich fertig machen, aber ich dachte mir, das ist super unnötig, weil ich bin heute Abend bei meinen Eltern und ich habe keine Lust, mich abzuschminken. Wenn es eine Sache gibt, die ich nicht mag, dann ist abschminken. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt nochmal das Tattoo zeigen, weil es sich jetzt ein bisschen entwickelt hat und ich muss sagen, ich finde es richtig süß. Ich hätte die Stelle ein bisschen weiter oben gewählt. Ich zeige es euch mal. Und zwar sieht es so aus. Wir ignorieren meinen
Fake Tan, der da schon ein bisschen abgeht. Aber das ist jetzt das Tattoo und ich finde das richtig süß. Ich hätte es mir ein bisschen weiter oben auch gut vorgestellt, aber ich finde, dass es so, auch gerade weil es nicht so komplett schwarz ist, aber es kann sich ja noch ein bisschen entwickeln. Es sind ja jetzt noch keine 36 Stunden vergangen. Ich werde euch vielleicht auf Insta nochmal ein Update geben, aber das ist jetzt mein Tattoo. Ich habe es direkt mal Tamino geschickt, weil er das als richtiges Tattoo hat. Also wie gesagt, ihr findet den Link zu Insta in der Infobox und ich werde, Hannah hat mich heute Morgen schon gefragt, wann wir ihre machen, deswegen werde ich ihr die mitbringen und dann können wir auch bei ihr mal die Tattoos drauf machen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auf jeden Fall schneide ich jetzt noch den Vlog zu Ende und dann kommt er nachher auch online. Und ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es so ist oder wenn ihr mich einfach supporten wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.